Herzlich willkommen zurück im schönen Let's Play Together. Und hier, und jetzt geht's auch los bei SNS Ghost Battle und ich hab einen Fehlstart. Yeah. Yeah. Tür. Nein, das ist offen. Hä? Ich kenne die Strecke noch gar nicht. Ich weiß, bin ich die Strecke schon mal gefahren? Irgendwie kenne ich die. Aber irgendwie auch nicht. Also ich kann so nicht. Das ist hier SNS Geisterteil 1. Oh, bei den Rampen hier kann man gute Lowstunts ziehen. By the way. Nicht SNS Geisterteil. Geistertal. Geisterteil. Ja, Geisterteil. Hallo, wir sind beim Geisterteil. Und Wario ist auch ein bisschen komisch zu fahren eigentlich, ne? Kommt mir die Strecke nur so schnell vor oder ist die nur so klein? Warte, ich guck mal auf der Geschwindigkeit. 99. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Nein, ich wollte den Shortcut benutzen. Scheiße. 10. Es könnte sein, dass es minimal gespeedet ist, aber nicht so extrem, glaube ich. Deswegen geht die Strecke hier auch 5 Runden, sehe ich gerade. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ne? Dass man bei. Ja, versuch mal diesen Shortcut da zu verwenden. Geht das überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Ich. Der ist kurz vorm Ende. Auf der Karte gesehen. Ja, ich sehe es auf der Karte, aber ich weiß nicht. Probier den mal aus. Probier mal aus. Ich habe es mal einmal probiert. Hat nicht geklappt. Was muss man da denn machen? Moment, wo kommt der denn? Hier müsste der jetzt irgendwo kommen. Ja, jetzt kommt der. Ah, da ist es. Na, ich glaube, da kann man mit einem Pilz kann man da rüberspringen. Ich weiß nicht, ob es ohne auch geht. Ich okay. Probier's in der nächsten Runde nochmal. Moment, du bist in der 5. ne? Oder? Ja, jetzt bin ich in der 5. Okay, dann wenn ich probiere gleich, ich hole mir gerade einen Pilz gleich. Moment, wo kann ich mir einen Pilz holen? Also wenn man einen Pilz nimmt, ich hole mal einen Pilz und probier's mal aus. Ja, ich probier's nochmal ohne Pilz aus. Ach, jetzt kommt gerade eine Red Shell. Nein, die hat mich runtergehauen. Es könnte sein, dass man es mit dem Stunt Boost von der Rampe hinten dran schaffen könnte. Was das noch irgendwie geht. Ich hab Moment. Den. Ich hab den Pilz. Ich war fast runtergefallen. Ah, okay, ich glaube ohne Pilz ist es ein bisschen schwierig, wenn es überhaupt. Jetzt probiere ich's. Ja, das klappt. Mit Pilz. Okay. Ja, kannst du durchfahren. Ja, das haben wir auch mal gezeigt. Warte mal, wir wollen gemeinsam durchs Ziel. Oh, schade. Oh. Yeah. Warte. Oh, nein. Ich wollte neben. Fährst einfach mal weg, ey. Naja, bis gleich. Halsschub. Da sag ich nein. Oh, jawohl, die Strecke ist cool. Die kennen wir auch vom DS. Yeah. Oh. Du gehst. Aber die Bot ist auch so winzig und geht auch 5 Runden. Okay. Ich glaube, das ist. Kann sein, dass das bei allen SNS-Strecken so ist. Ich meine, wir haben jetzt nur 2, aber die waren ja generell. Sind die bei Custom Tracks immer. Scheiße, ich bin runtergefallen. Fuck. Also nur so als kleiner Tipp, du darfst nicht ins hellblaue Wasser fahren, nur auf dem dunkelblauen. Ja, bin ich auch. Nur auf dem dunkelblauen, ja. Genau, ich fahr auf dem dunkelblauen, ja klar. Aber eine Sache, Patrick. Ja, bitte? Ich bin zwar manchmal blöd, aber ich bin nicht dumm. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Nein, jetzt scheiße ich. Schön, das ist schön für dich, ja. Warum fahre ich immer dieses Loch? Immer wieder. Nein, verdammt, hat die Fakebox getroffen. Ich bin extra da reingefahren. Achso, ja, das schaue ich mir in der Aufnahme an. Das kaufe ich dir jetzt nicht ab. Weißt du was? Was machst du da schon wieder? Ich hab zwar verloren, ne? Aber du bist ja auch noch drin, ne? Ja, jetzt wird getrollt. Entschuldigung. Schon Spaß zu haben, ne? Ja. Ja, du bist der Erste, hallo. Ich hab dir nicht deinen Platz gekostet. Eine Solar-Edition von Rainbow Road. Und ja. Die ist ja verdammt lang. Die sieht. Ah, die geht auch nur 2 Runden. Da sieh mal eine an. Moment mal, die sieht aber. Moment, ich muss mich erstmal. Also, die hat ein paar Ähnlichkeiten mit der von Mario Kart 7. Irgendwie schon. Ah, wahrscheinlich. Ja, doch, klar. Also,
Ja, schon, aber ich weiß nicht, der Anfang, der kam mir irgendwie anders vor, oder? Doch, das ist Mario. Das ist, glaube ich, die... Oh, geil! Man springt auf einem Cookie! Cookie! Oh, ich spring zu weit! Ich spring zu weit, weil ich meinen Pilz eingesetzt habe. Aber wieso heißt die dann Solar Edition und nicht einfach nur Mario Kart 7 Rainbow Road? Ja, das ist Mario Kart 7. Hundertprozentig. Ja, also jetzt bei der, wo ich jetzt bin, gerade bei der Mondstelle da, ne? Ja, ja. Das ist eindeutig, ja. Hier sind die Beschleunigungsstreifen, ja. Ist eine Mario Kart 7 Edition. Eigentlich ganz cool, also das wäre jetzt, ich glaube, das ist die erste Mario Kart 7 Edition, ne? Nee, ist es nicht. Es gibt also jetzt zumindest in dem Update, meine ich jetzt. In dem Update, das kann durchaus sein, ja, ich glaube schon. Wow, cool, aber cool gemacht, muss ich sagen, also. Ja, sieht ziemlich geil aus. Weil, für diejenigen, die es nicht wissen, also die kein Mario Kart 7 haben, es ist so, dass es hier in drei Abschnitte unterteilt ist. Und man sieht ja auch hier, jetzt kommt diese große Kugel. Also, es gab einen Abschnitt, dann gab es den zweiten und dritten. Also, das ist so etwas Neues in Mario Kart, weil ich auch denke, auch bei Mario Kart 8 kommen wird. In den Abschnitten. Ja, denke ich auch. Oder es bleibt was Einmaliges, was ja Nintendo ja häufig bringt. Weil Sachen einmalig zu bringen. Kennst du den Shortcut hier am Ende, den man bei Mario Kart 7 nehmen konnte? Okay, ich glaube, hier geht er nicht. Sah zumindest jetzt ein bisschen schwieriger aus. Ich weiß nicht mehr welchen. Ich hab ewig kein Mario Kart 7 mehr gespielt, deswegen. Auf jeden Fall kann man da bei der letzten Kurve so. Ja, klar, die kenne ich. Stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das hier geht. Aber ich glaube, irgendwie ist das Bike auch extrem scheiße zum Fahren. Also, ich glaube, Machbike ist hier viel besser zu fahren. Naja, ich finde, es geht. Ja, du. Ja, aber ich meine, es sind Amateure, Mann. Ach so, ja. Ich bin okay, Amateurfahrer. Mann, ey. Gib nicht so an. Ja, hier ist jetzt die Frage. Gib zwei Runden finde ich auch okay, weil eine wäre 2 Minuten gegangen ungefähr. Da kann man schon noch eine draufsetzen. Ich meine, die Strecke ist ja schön da. Da kann man auch 2 Runden. Ja, also die ist wirklich schön gemacht, muss ich sagen. Also, ja. Wir können auch noch zu den beiden anderen Strecken sagen, weil das Rennen sowieso entschieden ist. Die erste fand ich ganz cool. Gut aufgebaut. Auch das mit dem Shortcut, das man nicht so einfach erreichen kann, wie zum Beispiel jetzt bei SNES Geistertal. Ja, genau. Drei. Finde ich auch gut. Ich glaube, drei, dritte Version, oder? Ne, 2 ist auf der Wii, wenn du die meinst. Ja, meine ich ja. Ja. Ja, okay. Oder, dass der nur wirklich mit einem Item erreichbar ist. Also, das heißt, und vor allem musst du auch, sehr schnell abbiegen, weil ich habe gemerkt, wo ich sehr spät abgebogen bin, auch runtergefallen bin. Also, der Shortcut ist nicht so einfach. Wer ihn nochmal sehen will, kann nochmal zurückspulen. Und jetzt. Schade. Schade, ich wollte eigentlich auf diese Rampen da drauf, aber ich glaube nicht, dass die in Mario Kart 7 da waren. Ich glaube, da waren nur so Löcher irgendwie, oder? Es kann sein, dass das die, ich glaube, also kurz vorm, ich meine jetzt, bleibt nur schön, also ich meine jetzt kurz vorm dritten Abschnitt, meine ich jetzt. Da war diese wippende Plattform. Also ja, genau, die meine ich. Ja, genau. Ja, das kannst du die konnte man wahrscheinlich bei Custom. Und warte mal, bevor ihr denkt, also zum Beispiel was, ja, okay, was rechts neben mir ist, wenn ihr seht, ne, bevor man diese große Röhre kommt, da ist so ein extra, so ein besonderes, sag mal, Linie. Das ist so ein Quad-Beschleunigungsstreifen. Also, du bist nicht verdammt schnell wie ein richtiges Beschleunigungsstreifen, sondern du bist etwas schneller. Also, jo. Das wollte ich noch aufklären. Ja, für diejenigen, die denken, warum bist du da auf einmal schneller? Nur als Aufklärung. Und das Rennen ist so gut wie entschieden. Ich kann noch einen Sieg erringen. Schaffe ich das? Das hier. Seine Strecke kam dran. Headlong Skyway. Headlong. What the... Oh, jetzt habe ich nur auf die... Jetzt hab ich die Strecke, auf die Karte geguckt und anstatt... Oh, die Items sind auch aus Sternen, du hast keins geholt. Oh, nee, ich hab keins bekommen. Wow, das... Okay, den Turbostreifen, den habe ich gar nicht gesehen, aber ich habe ihn einfach mal mitgenommen. Schön gemacht. Okay, hier kann man auch überall Stunts ziehen an den Kanten, merke ich da gerade. Gibst du die Kante? Oh, okay, ich glaube, die Strecke wäre auch tatsächlich mit Machbike besser. Ja, also ich denke mal, der Cup ist generell für Machbike besser. Ja, könnte man schon so sagen. Ja, und man sieht schon, dass man auch viel abkürzen kann hier, dass man auch etwas umständlichen Weg fahren könnte. Ach so, jetzt fährt man nochmal außen rum. Oder wie darf ich das hier verstehen? Auch eine schöne Idee.
Wow, das Wolke. Auch. Ach, Mann, Mann, Mann. Na. Immer diese Wolken. Ich liebe sie nicht. Dabei haben wir hier sei froh, ich habe sie dreimal durchgehen. Ich habe, glaube ich, zweimal oder dreimal durchgehen lassen, wo ich die hatte. Weil ich sowieso weit weg war. Ja, stimmt. Los. Ach so. Was? Ich fahr mal hier oben lang. Ich fahr mal unten lang. Oben lang war auf jeden Fall eine cool. Okay. Wow. Was ist das denn? Hä? Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden. Hätte man dann nur mit Pilz lang sollen? Oder wie? Keine Ahnung. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Ich verstehe den Strecken. Hä? Was? What the heck? Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. What the fuck? Was? Achso, das war eine Rampe. What? Alter, wie geil ist die Strecke? Ich bin voll hier. Irgendwie, das ist in dem Update, da hat's Scheiße. Ab Offroad oder? Nee, ich bin runtergefallen. Oh. Hey, ich bin Erster. Moment mal. In dem Update hat es irgendwie... Kann es sein, dass wir uns verfahren haben? Wir sind wieder in der... Hä? Ich glaube. Achso, nee. Die Strecke geht auch nur zwei Runden, deswegen ist die so lang. Ich dachte gerade, wir haben uns verfahren. Aber wenn man so die Karte sieht, denkt man, die ist ja gar nicht so lang. Wahrscheinlich der Kreis, der hat sowieso nichts damit zu tun, aber... Das täuscht. Der Schein trügt. Alter, ich konnte gar nicht ausweichen. Ich bin einfach in die Fakebox reingegangen. Echt? Ja. Geil. Geile Scheiße. Aber... Du kennst die Strecke nicht, ne? Nee, die kenn ich nicht. Gut. Schön. Schön, dass wir mal eine unbekannte Strecke fahren. Und wir sind auch bald mit dem Update fertig, fällt mir ein, ne? Oder fällt uns auf? Ja, stimmt. Und dabei wollten wir, also, ja, das neue. Also nicht das neue Update, aber die alten Cups spielen. Worauf ich Bock hätte. Ja. Es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie die Zeit stimmt. Ich fahr jetzt auch mal oben lang. Okay, dann fahr ich mal unten lang. Ich weiß nicht, ob die schneller ist. Also oben lang sah cool aus, aber ich glaube, okay, ich glaube, unser Abstand hat sich jetzt nicht irgendwie groß verändert. Sollte relativ auf selber rauskommen. Ja. Ich war also so weit vorne, also nicht weit, aber ich war etwas weiter. Oh nein, du bist jetzt nah da. Ah! Ach, ich hab's vergessen. Moonjump! Woo! Boah, ich hab's direkt mit dem Moonjump versucht. Kommen die ganze Zeit keine Items irgendwie. Boah, Alter, da musst du so viele Stunts ziehen, ey. Du kannst also nicht so gut reden irgendwie. Ich bin froh, dass wir das im Together machen. Ich glaube, alleine würde ich nicht so durchhalten und... Boah! Oh! Glück! Nein! Scheiße, ich habe gedacht, das wäre Offroad, das Schwarze, und bin deswegen rübergezogen. Ja, ist okay. Ja! Oh, war aber ein spannendes Rennen. Wieso hast du denn die letzte Kurve so weit außen genommen? Das verstehe ich auch nicht. Aber ist nicht schlimm. Ja. War ein spannendes Rennen, hat mir aber auch Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns anscheinend beim letzten Cup wieder. Soweit ich das... Genau. Bis dahin und ciao. Tschüss.